Moin Freunde, Shane TSG TV Reviews und ja, wie gesagt, wir werden jetzt die zukünftigen Review-Videos bzw. die zukünftigen Bestellvideos etc. und so weiter, werden wir alles auf dem Review-Kanal machen, da ich meinen Kanal ja zu, ja einfach meinen eigenen zählen möchte und nicht zu, das ist kein, mein Hauptkanal ist einfach kein Unboxing-Kanal, außer dass Shane shoppt, werden wir da weiterlaufen lassen. Das nur mal so nebenbei, wir fangen an. Meine Bofors-Bestellung vom 27.05. wird jetzt einen Tag später kommen, da ich noch einen anderen Vlog vorher geplant habe, beziehungsweise anderes Unboxing. Seid gespannt. Oder habt ihr schon gesehen. So, wir haben von Bofrost 4x Mikrowellenpommes. Und zwar habe ich schon mal Mikrowellenpommes probiert, aber noch nie von Bofrost. Wer bei Bofrost bestellt allgemein oder wer Bofrost kennt, weiß, das ist eine verdammt gute, ja, eine verdammt gute Marke, also Bofors, ja doch, Bofors ist mehr oder weniger eine Marke, richtig, wo ihr Qualität bekommt und ach, es schmeckt einfach so heftig und natürlich ist auch alles ein bisschen teurer, aber ja, die Qualität hat nun mal ihren Preis. Das wäre Chicken Arabica, Arabiata, und zwar ist es eine Pizza. In so einem viereckigen Format. Zwei Stück sind drin. Sieht mega nice aus. Wir werden auch einiges reviewen. Mal gucken, ob ich das mit dem Mikrowellenpommes machen werde. Ich weiß es nicht. So, dann gibt's Butterkuchen. Auch das erste Mal Kuchen bei Bofrost bestellt. Ist übrigens meine zweite Bofrost-Bestellung meines Lebens. Weil sonst hat immer nur meine Oma bei Bofrost bestellt und so weiter. Naja. Dann, die gab es zum halben Preis, und zwar Hähnchenfiletsteaks in Olivenöl. Ja, die könnte man zur Not sogar auf den Grill schmeißen. Werde ich mal sehen. Ich habe noch einiges, was man auch grillen kann. Das wäre auch nicht das Problem. Am Samstag kommt auch schon wieder Besuch. Also von daher, mal schauen. Dann Kaisergemüse, und zwar war das auch zum halben Preis. Ja, auch gleich mitgenommen. Das sind... Wie viel Gramm sind das hier? 1000? Ja, 1000 Gramm. Und ja, sieht mega nice aus. Halber Preis mitgenommen. So, dann habe ich bestellt Fischbites. Die waren etwas teurer. Fischbites mit Quinoa. Und zwar sind das so eine, ja, Sticks, wie man sie vielleicht vom Chicken her kennt. Bloß als Fischsticks mit Quinoa. Ja. Bin ich sehr gespannt. Wir können alles mal. Ich gucke, ob ich alles gereviewt bekomme. Wenn nicht, dann beim nächsten Mal oder so. Ihr werdet sehen. Dann haben wir. Der war richtig teuer. Dann haben wir Kabeljau in Bärlauchsoße. Die wussten erst nicht, ob sie den haben, aber da ist er. Boah, ich liebe ja Bärlauch über alles. Und also Fisch in Kabeljau. Fisch in Bärlauchsoße. Toppt das auf jeden Fall nochmal. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Richtig Bock drauf. Ich habe erst gedacht, die haben das nicht, aber es kam dann doch mit. Weil sie mir am Telefon gesagt haben, es könnte wohl sein, dass es nicht mitgeliefert wird. Dann haben wir Rahmkohlrabi und zwar richtig geil. Dieser Rahmkohlrabi ist nicht einfach nur mit Rahmsoße, sondern auch mit Muskat und Käse verfeinert. Richtig fucking geil. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Alter fucking Schwede. 1000 Gramm. Mega. Aber der Preis, Freunde. Ja, kommen wir schon zum letzten. Was auch mega nice ist. Alter Schwede, guckt euch das an. Hähnchenbrust Nacho Cheese. Ihr habt praktisch, die Panade ist praktisch aus Nacho Chips. Und das Innenleben ist einfach Käse. Wie fucking geil ist das denn, Alter? Also das ist wirklich ein Review wert. Am besten kombiniert mit diesem Rahmkohlrabi. Hört auf, ich habe noch kein Frühstück gegessen. Alter, habe ich Hunger. Das war's schon, Freunde. Und jetzt haltet euch fest, für das Ganze bezahlt habe ich 72,40 Euro. Ja, das ist Bofrost, meine Damen und Herren. Das ist auch Qualität und das schmeckt man einfach. Es gibt einfach, ich habe letztes Mal auf dem Hauptkanal, hat einer unter meiner Bofrost-Bestellung geschrieben, das kriegst du beim Penny für 5 Euro. Der Vergleich der Penny mit Bofrost, Alter, da fasst ihr ihm vom Kopf. Ja, gut, musste flexibel sein. Alter Schwede, das war mal eine Ladung und ich habe schon 3 oder 4 oder sogar 5 Sachen von meiner Liste gestrichen, die ich schon wieder in die nächste Liste für
den nächsten Monat aufgenommen habe, denn der Bofrost-Onkel kommt alle 3 Wochen. Ja, gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ich bin zwar nicht verpflichtet, irgendwas zu kaufen, aber ich werde trotzdem was kaufen, wenn er schon alle 3 Wochen hier ist. Warum soll ich mir da nicht was holen? In solchen Zeiten, Freunde der Sonne. Gut, wir sehen uns. Das war mega geil. Ich habe mega Bock, das mir alles irgendwann mal reinzuschaufeln. Ich bin auf jeden Fall versorgt. Vielleicht noch ein paar Kartoffeln holen zu dem Fisch und so weiter. Ein bisschen was habe ich noch da. Ich bin gespannt. Seid auch gespannt. Hier wird jeden Tag Aktivität sein jetzt auf dem Review-Kanal. Ich habe so viel zum Reviewen. Verpasst das nicht. Danke Shane fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart und auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.